in meinem Haus. Kommen wir zum zweiten Teil meines Fallout-Samstags. Eigentlich müsste es Fallout-Freitag heißen, damit es vom Wording her super passt. Aber ja, dem ist leider nicht so. Wir haben gerade oder vorhin Kelloggs Haus durchsucht und haben herausgefunden, dass er hier so einen geheimen Raum hat, in dem er seine Sachen versteckt hat. Und ich soll jetzt versuchen, mittels meines Hundes die Spur aufzunehmen. Das heißt, der Hund riecht dann an einer dieser Zigaretten, die wir hier gefunden haben, oder Zigarren, und soll dann die Spur aufnehmen. Das ist jetzt der Plan. Mal gucken, ob das klappt. Und ich überlege noch, ob ich jetzt vielleicht vorher noch ein paar andere Quests mache, bevor ich Kellogg suchen gehe, weil ich mich sehr gut daran erinnere, dass der ziemlich stark war. Er arbeitet mit einem Pip-Boy, mit so einem Unsichtbarkeitsding, wie heißt das denn? Stealth-Boy. So, ich muss kurz noch was schreiben. Also Kelloggs Haus und da ist auch schon der Hund. Okay, das heißt, die Quest geht ja einfach direkt weiter. Gibt's gar keine Möglichkeit. Also, dann machen wir das so. Got something, boy? Na, dann folgen wir mal dem Hund. Inventory 203. Ich muss auf jeden Fall noch was verkaufen gehen. So viel ist klar. Right. Left. Da. Dann gehen wir nochmal zu. Obwohl, mit ihm kann ich vielleicht auch noch sprechen. Mit dem Hund. We gotta stick together, pal. At least until we find Kellogg. Don't talk to me. Might attract someone's attention. Oh, vielleicht sollte ich ja mal was anziehen. Ich laufe schon wieder nackt rum. So, dann schnell was verkaufen. An den Roboter. Und dann geht's weiter. So kriegen wir bessere Preise. Charisma, it is. Got a few minutes to browse. Anything and everything. Da. Faded trench coat. Wollen Dings da, das ist zum Ermitteln, wenn er. Hier habe ich nicht so viel, oder? Ich hätte das Fenster zulassen sollen. Jetzt habe ich hier eine Fliege in der Wohnung. Ich raste aus. Da bin ich ein bisschen empfindlich. Naja, was soll's. So, den Hammer. My Misc. My Junk. Cigarbox. Cotton, was auch immer. Duct tape. Siebenundfünfzig.
So, und da ich so vollgepackt bin, werde ich mal ein paar Sachen im Haus lassen. Das habe ich vorhin noch ein bisschen eingerichtet. Und auch ein bisschen noch was gebaut in Sanctuary Hills. So, hier haben wir jetzt schon mal ein schönes Bild am Hängen. Und ein paar Regale, wo aber irgendwie nichts drin ist. Ja. Dann bauen wir einfach noch eine Kiste daneben, oder? Ja, würde ich sagen. Schieben wir die ein bisschen beiseite. Ja. Ja. Ja, und dann bauen wir noch eine. Containers. There it is. Ein bisschen nach vorne. No. So, und dann können wir hier nämlich noch ein paar Sachen reinmachen. Bowler Hat. Trenchcoat. Den Tuxedo. Den 114er. Den Hut. Ja. Pantsuit. So. Kann ich die anderen Sachen anziehen? Und den Jumpsuit. Und fertig sind wir. Fertig ist die Laube. Hier kommt übrigens irgendwann mal eine Glotze hin. Und eine Couch und so. Aber dafür brauche ich noch irgendwie Kram. Just a reply there. Was rennen die Kinder nachts im Regen hier durch die Stadt? Das gehört sich so nicht. So, wo ist der Hund? Der ist schon weitergerannt. Da vorne wartet er. Na dann. Weiter geht's. Mal gucken, ob wir Kellogg finden. Blatt schneller. Während es lädt, kann ich mir noch was zu trinken eingießen. Und just in dem Moment ist das Laden natürlich fertig. Oh! Es stürmt draußen. Nachdem es ja heute in Berlin irgendwie 27 Grad waren, soll es jetzt die Nacht über regnen. Und die Wolken und der Wind sind schon da. So, wo bellt der Hund? Da hinten. Let's go!
Voll am Chatten hier. Voll am Tippen. Voll am Chatten. Krass, wie das windet. Na, dann gucken wir mal. Waffe in Anschlag. Welche Waffe habe ich denn gerade? Ich glaube, diese Righteous Authority, genau. Stop me, show us. Ein bisschen Musik an. Wird im Stream nicht zu hören sein, aber für mich zumindest. Da was gefunden, würde ich sagen. San Francisco Sunlights. Kellogg's preferred brand, all right. Okay, boy, let's track him. Wie spät ist es eigentlich gerade hier in dem Spiel? 22 Uhr. Was für eklige Viecher. Die haben uns ordentlich zugesetzt, würde ich mal sagen. Sag mal. Kriegt er die Waffe nicht geladen oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Glowing. Das ging ja jetzt hier ab. Wie viel waren das denn? 5 oder 6 Stück?
Wow, wow, not good. Nicht gut. Ein weiterer Clou. Boah, wie das draußen stöhnt. As I'm sure you know all too well, I haven't always been the best at this job. Hey, let's face it, I've been pretty terrible. Thanks to the efforts of a few of my friends, I've decided to change how I look at things, how I live my life. I'd like to just take this opportunity to thank you. Meat, was soll ich denn da machen, wenn ich da nicht rankomme? Singers of all time, I think. Here's Ella Fitzgerald. Ein Stimpack. Sehr gut. Bloody bandages. Dog meat can track this. What do you think, boy? Enough to go on? Nah. Auch noch Bottle Caps drin, ich bin ja erstaunt. Mal was trinken. Ah.
Beep, 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 beep. Boah, was leuchtet denn da hinten so? Das sieht ja abgefahren aus. Wie Nordlichter, bloß. Ah, jetzt geht's gerade aus. Oder wird schwächer. Oh fuck. Oh fuck. This guy is really hard. Da sehe ich schon die Pranke auf mich niederrasen. Wo kommen denn jetzt die anderen Viecher noch her? Oh, die auch noch. Oh, die greifen ihn an, sehr gut. Leute. Was tut ihr? Oh mein Gott. Ich brauche eine kurze Pause. Bin gleich wieder da.
A decoy, huh? Clever. Führt mich denn Dogmeat hin? Ah, hier sind doch gleich Ghule. Oder andere Gegner. Ich erinnere mich dunkel. Den Hund in Ruhe. Ach, hier ist noch einer und ich wundere mich schon. Wie viele? The mayor himself insists that the fears raised in the article are unfounded. But between you and me, there's absolutely my eyes open. Wie beweglich die sind. Finde ich echt erstaunlich. Sehr beweglich. Meine Waffe ist fast leer. Brauche eine neue. Ew. An, oder? Ja. Arm abgeschossen. Was glitschen die sich denn heute zurecht?
Sie tracking known mercenary. Exercise extreme caution. Attention, assailant. Lower your weapons immediately. Sides. Alert. Critical signs. What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. Ah. Das scheint so ein Synth zu sein. What happened here? Error. Operator deceased. Threat level Omega. He killed us. Mm-hmm. Da ist ja nicht mehr viel übrig von dem Roboter. Ah, oh, super mutant, super. Ehe ich bei Kellogg ankomme, ist meine komplette Munition für diese Schnellfeuerwaffe alle. Vielleicht schieße ich auch zu schnell damit, aber das ist ja der Vorteil dieser Waffe, dass sie so schnell feuert. Würde ich jetzt jedenfalls behaupten. Bin ja bald Level 13, wenn das so weitergeht. What do you think, boy? Was this our man?
need your nose to track Kellogg, boy. Oh, draußen schüttet es ganz schön. Regen. It's raining. Is the place? Is he in here, boy? Hey. So. It's a man. Diamond City Radio wouldn't be possible without the help of some wonderful businesses here in town. Commonwealth Weaponry. It's a dangerous world out there. Protect yourself. Protect your family. Next up is Cole Porter with Anything Goes. Maybe not the best way to live your life, but you'll get the idea. Was hat er denn jetzt hier gefunden? Ein... Ach, ein Billardkö. Ja, ist ja super. Das ist ja voll der Schatz, den der Hund mir da gerade gebracht hat. Zum Glück habe ich ein Snipergewehr mit einer relativ hohen Reichweite. Jetzt muss ich nur noch treffen. Ja. So, das sind zwei von keine Ahnung wie viel. Die Sonne geht auf. Und die Batterien in meinem Controller sind low. Muss ich gleich mal austauschen. Oh, da ist noch ein. Eins davon.
sind das denn? Mittlerweile müsste Kellogg Bescheid wissen, dass ich da bin. Oder? Ich würde sagen, ja. Bottle Cap. Fünfzig. Wieder so ein Ding. Ich höre es doch. So ein Ding. Oh, grüß dich, Dennis. Wie geht's dir? Ich hoffe, gut soweit. Gut, gut und selbst, jo auch. War ein sehr schöner Samstag für mich. Ich habe bis um 9 geschlafen, dann war ich beim Sport, dann habe ich Haushalt erledigt, habe gespielt, habe Essen gekocht und habe wieder gespielt und ja, völlig durchentspannt. Ja, natürlich will ich specklos werden. Schon seit ich geboren bin, will ich specklos werden. Was ist das für eine Frage? Umsonst machen wir den Sport nicht, ne? Dass man ein bisschen fit bleibt. Ich bin jetzt in dieser Woche immerhin 12 Kilometer gerannt. Nicht am Stück, sondern an drei Terminen. Aber ich bin dreimal eine halbe Stunde gelaufen.
Das war echt gut. Man muss halt nur seinen Arsch hochkriegen und mit viel Glück und wenig Schweinehund schaffe ich es vielleicht auch morgen zum Sport zu gehen. Mal kicken, ne? Auf den Sonntag. Wer macht sowas? Eigentlich keiner. Ich habe es heute am Haus. Ich habe heute am Haus gearbeitet. Sehr schön. So am Haus gearbeitet oder Haushalt gemacht? Also baust du gerade ein Haus oder wie kann ich das verstehen? Kitchen Scan, Küchenwagen. Hier ging es ja nicht lang, genau. Ja, und ansonsten mache ich heute, glaube ich, nichts weiter, außer noch ein bisschen Fallout spielen. Oh. Und nachher weiter Serien gucken. Hab mir ein sanierungsbedürftiges Haus gekauft und da ist eben erstmal dran zu arbeiten, bevor ich einziehen kann. Ah, du hast ein Haus. Du lebst also noch in der Wohnung und baust jetzt das Haus aus, um, wie auch immer, räumst es auf, dass du entsprechend dann dort wohnen kannst. Ja, ist doch super. Aber viel Arbeit, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass das viel zu tun ist. Dann hoffe ich mal, dass du da in dem dir vorgegebenen Zeitrahmen mit fertig wirst. Bestimmt. Jo, richtig. Ah, hier geht's rein. Papa. Ach, die Musik wird ja nicht übertragen. Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich hier die ganze Zeit so abgroove. Sag mal. Synth. Was macht der Hund denn da? Er bringt sich gut wieder in Gefahr. Wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Gibt es bestimmt viel einzusammeln. Is under Institute Authority. Terminating Intruder. Institute Authority. Da sind noch ein paar mehr.
Wie viel kommen denn da noch? Ich muss mal Elite zocken. Elite Dangerous wahrscheinlich, oder? Ja, viel Spaß dir beim Spielen. Einen schönen Abend noch und danke fürs Vorbeischauen. Und dann bis demnächst mal wieder. Bis dann. Hier sind noch mehr. There we go. In danger. Defending. Wo ist er? Ah, da. Max, guten Abend. Der eine geht, der andere kommt. Ich spiele heute noch ein bisschen Fallout. Hab ja heute schon 3 Stunden gestreamt, dann habe ich noch 1 Stunde heimlich gespielt. Und da kann man das zumachen. Sehr witzig. Und jetzt spiele ich einfach noch weiter. Your destruction is inevitable. Oh, hier ist ein Safe. Wie war dein Tag, Max? Wir haben uns ja vorhin schon gesehen, kurz. Abgebrochen. Die yes. Fallout sucht die. Ja, so ein bisschen schon. Ich kann nicht davon lassen und jetzt, wo ich gerade wieder so im Fallout-Fieber bin, muss ich das natürlich ausnutzen. Ganz ruhig, bin etwas mit dem Fahrrad gefahren. Wie war deiner? Gut. Also vorhin hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich heute beim Sport war, dass ich meinen ganzen Kram hier erledigt habe. Dann habe ich vorhin noch Essen gekocht und Serien geguckt. Und ja, jetzt spiele ich wieder. Also alles gut bei mir. Pack of cigarettes. Ich kann jetzt erstmal die ganzen Roboter hier leer machen, oder? Roboter. Hallo, werte Dame, ich hätte gern einen Termin. Die sitzt da schon eine Weile. Ich habe Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln in eine Pfanne geschmissen und dann noch vegetarische Schinkenwürfel dazu gepackt. Wollte ich mal ausprobieren, habe ich gestern im Supermarkt gesehen, dachte mir, ja, warum nicht? Und das habe ich gebraten und dann habe ich nochmal Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren und ein bisschen Milch als Suppe gekocht. Also Milch dann ganz am Ende. Jetzt habe ich so eine Art Kartoffel-Möhrensuppe
Und halt noch ein bisschen Kartoffel, Bratkartoffeln im Endeffekt. Ja. Jordan, folks. Gotta love him. Ein bisschen Rüstung mitgeben. Obwohl, haben wir gar nichts, ne? Nee. If you're from out of town, be sure and visit Diamond City. It's safe, it's secure, and full of quality establishments like this. Hört sich doch gut an, ja, auf jeden Fall gesund, mehr oder weniger. Ich hab's halt, selber gekocht, selber geschnitzt, geschnippelt und so. Von daher nichts fertig, also kein Fertigessen in dem Sinne. Das ist doch schon mal von Vorteil. Vakuum brauche ich eigentlich. Und du bist Fahrrad gefahren, einfach nur so ein bisschen durch die Gegend oder hattest du ein Ziel vor Augen? Einfach nur durch Heidelberg. War das Wetter bei euch auch so schön? Hier hatten wir heute irgendwie 27 Grad am Nachmittag. Ah, sehr gut. Naja, ist doch schon sehr bewölkt. Okay, also hier in Berlin war richtig klarer Sonnenschein. Vormittag hat es geregnet. Wo ich zum Sport gefahren bin, waren es zwar auch schon wieder 18 Grad, aber na, es war halt bewölkt und am Nachmittag hat sich das alles aufgelöst und jetzt sind aber die Wolken wieder da. Solange es halt nicht regnet und nicht super kalt ist, ist ja alles okay. So, dann werden wir weiter Schlösser knacken machen. Halten wir hier die ganzen
Ah, ich habe noch nicht das Level dafür. Interessant. Die ist chained. Nächste Woche soll es ja zum Glück wieder heiß werden. Ja, habe ich auch gehört. Okay, er wurde vom Hund zerlegt. Kann ich hier nicht rüberspringen? Auf den Hund anzuschießen. Wie ich einfach davor stehe und alles fresse, was ich kriege. Schon wieder zu sich. Puh, das ging ja jetzt ab. Dann gucken wir mal, wie wir da irgendwie reinkommen. Ja, und morgen wird ein bisschen Bude aufgeräumt, ein bisschen was gearbeitet. Und dann wird morgen auch gespielt. Was sonst? Lara! Guten Abend! Heute streame ich von meiner Xbox aus und das sollte ein bisschen flüssiger laufen als gestern von meinem Mac. Das sind alte Soldaten, die erliegen, ist ja interessant. Wie lang läuft der Stream schon? Ich würde sagen eine Stunde, vielleicht auch eine halbe. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube eine Stunde habe ich schon wieder auf dem Tacho. Aha, zum Glück wohne ich noch bei meinen Eltern. Wieso? Wegen Internet? Commonwealth Weaponry.
Hast du da noch ein Netz? Und bei dir zu Hause oder bei dem neuen Zuhause dann nicht? So krass der Radiomoderator, wie selbstsicher und cool er geworden ist. Am Anfang war er so verschüchtert und durch eine Questreihe hat man ihn da so ein bisschen, ja, selbstsicherer gemacht. Das finde ich echt cool. Wobei das andere natürlich auch seinen Charme hatte, dieses Unsichere und immer das Zittern in der Stimme, das war schon lustig. Ah, nein, weil ihr beide sagt, dass ihr noch die Bude aufräumen müsst. Ach so. Ja, wir müssen das leider selber machen. Da hast du dann wohl doch ein bisschen mehr Glück als wir. Das stimmt. Das stimmt. Lara, wie war dein Tag? Du warst ja heute Vormittag, glaube ich, nicht beim Stream dabei. Deswegen die Frage, wie es dir geht und was du heute so Schönes gemacht hast. Wir dürfen machen, was wir wollen. Ja, das ist auch wieder ein Vorteil. Dass einem keiner sagt, was man machen soll, sondern dass man irgendwann selber sagt, okay, da müsste ich vielleicht mal hier und da was machen. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ah, hier haben wir den Protektron reingelassen, genau. Aber der ist bestimmt schon zerlegt, oder? Der muss ja irgendwo rumgelaufen sein. Turpentine. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht oder gezockt. Nicht oder sondern außer. Was? Nicht oder sondern außer. Außer gezockt, genau, nicht oder. Ja, ist doch schön. Und was hast du gespielt? Bei mir war es heute nur Fallout bisher. Explosives sollen hier drin sein. Ah, sehr gut. Ah, da war eine Falle an der Decke. Das ist so ein Stromteil, was einen unter Strom setzt, ist ja witzig. Also witzig in Anführungsstrichen, hat mich ja jetzt auch ordentlich wehgetan, wie man sieht. So, mal ein bisschen right away. So. GTA 5, gute Wahl. Eine sehr gute Wahl. Ja.
Wie voll ist mein... Ah, geht so. Hey. So, lieber Hund, du trägst noch ein bisschen was. Ja, ich weiß. Was sind denn das hier? Computer? Irgendwie, aber die kann man nicht benutzen, leider. Wie spät haben wir es eigentlich? 2014. Oh, geht ja noch. Eine Fragmine. Na, ein Glück habe ich die noch gesehen gerade. Oh, hier ist der Protektron, den ich losgeschickt habe. Der ist ja nicht weit gekommen. Einmal um die Ecke. Ah, was für ein schönes Gesicht. Wunderschön. Travis Lonely Miles. Kommt das Licht rein, so. Also. Vier aktive Zuschauer, ja, immerhin. Fünf sogar. Also vier, weil ich bin ja auch einer davon. Bei YouNow lief das irgendwie mal besser. Aber... Twitch und YouTube Gaming ist einfach die bessere Wahl für Gaming-Streams. So viel Geld, was ich mittlerweile mit dem Charakter habe. 4000. Krass. Neon Fever. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Musik halt nicht übertragen wird. Das macht das Spiel noch ein bisschen unterhaltsamer. Oh, Essen. Und hier ist doch ein Feuerzeug, Flipleiter. Wir speichern mal schnell. Fallout. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Fallout 4, das Grundspiel. Also es gibt ja mittlerweile zwei Add-ons, aber das ist genau die Grundversion. Fallobst 4. Kreide. Au, da habe ich wohl die Granate nicht gesehen. Oh, hier fällt gerade die Hälfte vom Tisch. Dreckschwein, einfach eine Bombe dahingelegt.
Hab ich eingerissen. Hab ich eingerissen. That's it. Bin ich immer noch am Hinken? Tatsächlich. So, jetzt geht's mir wieder gut. Ah, das ist die andere Seite, wo ich vorhin durchgeschaut habe. Hier liegen noch die ganzen Robots. Lest doch mal, was drüber steht. Fallout ist Fallout. Findest du? Ich finde, Fallout ist nie out. Nice. Und sorry, dass ich das nicht gelesen habe, was drüber stand. Du weißt doch, meine Aufmerksamkeit ist immer etwas gestört, wenn ich zocke. Trade. Ich glaube, du verstehst das Wortspiel nicht, YOLO. Also, damit ich es verstehe, lese ich es mir jetzt nochmal durch. Also, Fallout. Fallout ist Fallout und dann lachst du dir einen weg und sagst, hab ich eingerissen. Ein Witz wahrscheinlich gerissen, oder? Hast du einen Witz gerissen? War das damit gemeint? Klär mich auf, ich bin schon alt. Du musst mir helfen. Fallout hört sich fast an wie Fallout. Ah, ja. Du musst dem alten Herrn besser erklären. Genau. Du musst mir mehr helfen. Das ist Fallout. Danke fürs Erklären. Folks, I'd like to take a moment for something a little more personal. Ich habe den gerade meiner Schwester erzählt und sie hat auf Anhieb kapiert und sie ist 11. Naja, du sprichst das voll out wahrscheinlich und dann ist es natürlich besser zu verstehen, als wenn ich Fallout sage und nicht mir nicht klar ist, was da der Witz ist. Naja.
Gibt Schlimmeres, glaube ich. Und die ist 11. Ah, hier geht's komplett raus. Da wäre ich vorhin runtergegangen und hätte die Tür nicht aufmachen können. Ah. Makes sense. Thanis ist auch noch junge 13. Lol, ich bin 13. Lara weiß doch, wie alt ich bin. 37. Ich glaub's manchmal selber nicht. Wenn ich wach werde, denke ich dann immer, ach. Und dann fällt mir wieder ein, shit, wie alt bist du eigentlich schon? Nee, ach. Hat alles seine Vor- und Nachteile, alt zu sein, jung zu sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Is someone present? Thanis ist 69. Naja, da könnte ich aber das hier nicht mehr spielen. Ich bin mir sehr sicher. Ich habe ja jetzt schon meine Schwierigkeiten mit dem Game, aber mit 69 wäre das, glaube ich, noch viel, viel schwerer. Oh, der weiß, dass ich komme. Dann mache ich mal das Radio aus. So. Du bist älter als meine Mom, ich weiß. Deine Mom ist Mitte 30, oder? Oder Anfang 30? Ich weiß, ne, Anfang 30 wäre ein bisschen jung, aber Mitte 30 wahrscheinlich. Da lacht sie sich weg, die Lara. Hat sie Spaß? Naja, so ist das nun mal. Man ist immer älter als irgendjemand anders. Das ist ganz normal. Got it. Super. Einmal Munition. Das hat's jetzt voll gebracht. Total Power for Boston. From Boston for Boston, oder? So, darunter muss ich irgendwie. Zigarrenbox. 34, also bin ich 3 Jahre älter. Vielleicht sogar 4, je nachdem, wann sie geboren ist, genau. Aber. Ja, ich bin älter als deine Mom. So, jetzt wird's gleich ernst. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. I don't need a roommate. Leave. So. Quicksave. Ich werde bestimmt ein paar Mal sterben. Schätze ich mal. Von daher
ich mein Lieber. Ich weiß ja, was mich erwartet. Zumindest ungefähr. Tür auf und dann kicken wir mal. Das wird jetzt, glaube ich, ziemlich blutig gleich. Also ein bisschen quatschen tun wir mit ihm, aber ich glaube, ein Angriff ist nicht zu vermeiden. Oder Lebkuchen. Ich habe gerade Bock auf Weihnachtskekse. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, dass noch nichts im Supermarkt ist, oder? Ich glaube, sonst war immer im August, Ende August, Anfang September schon das Weihnachtszeug da. Aber dieses Jahr irgendwie nicht. Lebkuchen ist lecker. Lebkuchen ist richtig toll. Sind. Wie sie meinen Hund treten. Die fiesen Schweine, die bei uns sind. Bei uns sind 14 Grad im August. Hier in Berlin waren heute, wie gesagt, 27 Grad und morgen sind es wieder 20 oder so. Jetzt hat es auch gerade geregnet hier. Ich war vor ein paar Tagen in Mannheim und da haben wir gleich 2 Packungen Lebkuchen gekauft. Guten Abend, Tim. War dein Einkauf bei Saturn oder so erfolgreich? Lebkuchen, ja. Wird mal wieder Zeit. So, Hund, komm her. Wir müssen traden. Du musst wieder Sachen für mich tragen. Mini-Schokoriegel. Mhm. Ja, war er. Hast du dir Fallout gekauft? Sehr schön. Was hast du bezahlt? Mehr als 30 Euro? Oder waren es unter 30 Euro? Der Tim hat nämlich hier heute zugeschaut und ich glaube, gestern oder vorgestern schon mal und fand das ganz ganz spannend, das Spiel, und hat sich jetzt selber zugelegt für die PlayStation. Bei uns geht die Schule bald wieder los. Nice.
Nee, knapp 20 als Gebrauchtspiel. In wie vielen Wochen, Lara? Als Gebrauchtspiel, das heißt, du warst bei GameStop, oder? Look, you're pissed off. I get it. I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Bei GameStop warst du da bestimmt. Turret ist weg. Genau, ja. Sehr gut. Die sind eigentlich ganz gut, was Games angeht. Und Gebrauchte ist da, glaube ich, auch nicht verkehrt. Weil die ja eine Ahnung davon haben, wie die Spiele auszusehen haben und die, glaube ich, besser begutachten können als, keine Ahnung, Saturn oder so. Und ich würde hier mal gern vorbei. Du stehst im Weg. Ah, hatte sie bei mir nicht da. Hatten sie beim Mediamarkt nicht da. Nur noch nächste Woche geht die Schule wieder los. Mann, Tim. Ui, Deutsch hängt wieder. Irgendwie hat es gerade wieder gehangen, ja. Sehe ich auch immer mal wieder hier. Da war noch eine Türkontrolle, oder? Da. Remote Door Control. So. Max, du hast dann Fallout schon durchgezockt, nehme ich mal an. Wobei, das frage ich wahrscheinlich in jedem Stream. That's it. Pre-war money. Kamera. Noch mehr pre-war money. Und First Aid Card. Das ist immer wichtig. So cleaner. Ein Pen und eine Zahnbürste. Braucht doch kein Mensch. Na, wenn die Schule wieder anfängt, kommen wieder die Praktikanten, die ihr Schulpraktikum bei uns machen. Ah, okay. Dönerteller vom örtlichen Dönerdealer. Ja. Guten Appetit, Tim. Lass es dir schmecken. Dönerdealer. Sehr lustig. Guten Appetit. Und hast du jetzt schon ins Spiel reingeschaut oder machst du das nach dem Essen? Ah, da sind noch mehr. Döner ist immer gut. Ja, kann man eigentlich nicht jeden Tag, aber schon öfter essen.
ein Brettspiel. Gibt's hier im Klo. Das ist bestimmt schon ganz nass. Mach ich danach. Tacos sind scheinbar auch gut, laut Lara. Ja, sehr gut. Ich wünsche schon mal viel Spaß nachher beim Zocken. Hast du denn irgendeins der Fallout-Spiele schon gespielt? Das dritte vielleicht oder Fallout New Vegas? Oder ist das dann komplett neu für dich? Und ein Game-Capture-Apparat kostet übrigens 165 Euro. Ja, ich habe dem Thorsten, ich weiß nicht, ob du DJ Hard Feelings von YouNow kennst. Der spielt ja auch PlayStation. Und dem habe ich meine Game-Capture-Device verkauft. Das war so eine Elgato für 720p maximal. Also nicht eine Full-HD, so eine neue, sondern... Ja. Was ihr braucht es. Und damit streamt er jetzt, glaube ich, seine Spiele. Aber ja, das Zeug kostet ordentlich. Das stimmt. Ich hatte meinen letzten, ist komplett Neuland. Ah, na dann ganz viel Spaß. Also echt gut. Gutes Spiel. Auch wenn Lara sagt, Fallout ist out, kann ich nur sagen, Fallout ist total in. 2-3 Jahre schon her. Ich gehe mit einem Arbeitskollegen oft in so eine Dönerbude in der Mittagspause. Und da isst man das eine oder andere Mal auch einen Döner. Also ich versuche immer zu wechseln. Ich mache auch Falafel und so ein Kram esse, dass ich nicht immer nur Döner esse, sonst sehe ich irgendwann aus wie ein Döner. Und das will ja keiner. Aber ab und zu kann man das echt mal machen und die sind da sehr gut. So, Bottle Cap, Glass Pitcher. Was will ich denn mit dem Glass Pitcher? Da ist noch eine Uhr an der Wand. So. Was haben wir hier? Ah, hier ist doch ein Fusion Core. Hahaha. Der gehört jetzt mir. Der Fusion Core. Ich hatte. Mir ist scheißegal, was in oder out ist. Tuck das, was mir gerade gefällt. Zocke, was mir gerade gefällt. Ah ja, okay. Ja, also wie gesagt, Fallout ist ja nicht hochaktuell. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt, glaube ich. Aber das Spiel finde ich richtig gut. Bei mir gibt es jeden Tag Mittagessen, deswegen finde ich das voll Geldverschwendung. Naja, ich nehme manchmal auch was mit. Also ich koche mir selber auch was und dann auch für meinen Kollegen mit. Aber jeden Tag mache ich das auch nicht. Und von daher, wenn du jeden Tag Mittagessen kriegst, klar, brauchst du ja nichts zu essen kaufen. Ist doch wunderbar. Das ist doch super. Natürlich wissen wir, dass es ein Witz war. Lara spielt momentan GTA 5. Habe ich auch irgendwo hier rumliegen. Und das ist auch ein super Spiel. Sie hat mich vorhin ein bisschen aufgezogen. Lara, erzähl den Leuten mal, was für einen Spitznamen du für mich hattest. Bei YouNow. Hat sie mich immer gestänkert. Ihr müsst nämlich wissen, die Lara ist schon eine Freche. Ich zocke selbst Fallout. Echt? Das wusste ich nicht. Das ist mir neu. Oh, hier ist es Medizin. Sehr gut. Red Away und Red X und so ein Kram. 20 kann ich noch. Du Lappen, genau so hat sie mich genannt. Lappen hat sie mich genannt. Voll frech.
Teurer ist so ein Döner ja auch nicht wirklich. Naja, kommt drauf an, wo du den isst. Also in Berlin zahlen wir für einen Döner zwischen 3,50 und 4,50, je nachdem wo. Ich glaube, in Neukölln kriegst du den auch für 2,50. Aber ja. Oh, ein Bobblehead. Nice. Energy Weapons Bobblehead. Wunderbar. Jetzt, wo ich gerade keine Energy-Waffe benutze, ist das vielleicht nicht ganz so hilfreich, aber... Oh, eine Brotbox habe ich eingesteckt. Super. Hier ist das Lager. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Schon wieder eine Explosives-Box. Oh, abgebrochen. Nicht Tarnes stänkern. Ach wo, alles gut. Bei uns in der Nähe kostet der Döner 12 Euro. Wie bitte? Lara? Veräppelst du uns gerade? Oder ist das dein Ernst? Also ich weiß, dass in München, glaube ich, ein Döner recht teuer ist. Aber nice. Wo wohnst du denn? 12 Euro ist ja wohl mal ziemlich unverschämt. Ach so, faltig ist Tarnes doch jetzt auch nicht. Wegen Lappen, ja, super. Der nächste Döner in der Stadt muss ich 45 Minuten Zug fahren. Oh. Da war jemand. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Warum treffe ich den nicht? Oh, da ist noch einer. Na dann würde ich auch nicht öfter Döner essen. Bei mir ist es halt in der Nähe von der Arbeit. Deswegen... esse ich ab und zu mal einen Döner. Da ist jetzt mal Ruhe. Wir wollten ja noch mal kurz in die Küche und dann werden wir gleich zusammengeprügelt hier. Oh. Licht aus und weiter geht's. Noch irgendwas zu mitnehmen? Seife? Nee, brauche ich nicht. Da muss der Döner aus Kaviar sein. Ja, oder irgendwie Blattgold muss da irgendwie noch mit drin sein. Doch, das stimmt. Da gehen aber ziemlich viele hin. Ist immer was los. Krass. Was ist das dann für ein Schock? Naja, Schock vielleicht nicht, aber was ist das dann für eine Überraschung, wenn man in Berlin einen Döner isst und dann nur 4 Euro für zahlt? Nicht schlecht. So. Oh. Ein Quantum liegt hier noch rum. Ein Pass. Heads up. Passcode. Nee, du sollst nicht jauen, du sollst Sachen tragen. So. So. Muss anscheinend ziemlich gut schmecken. Also es ist erstaunlich. Ein Döner-Teller gibt es ja auch. Toll, über was wir hier übrigens reden, aber egal. Und der kostet so um die 8 Euro in Berlin. Der kostet dann da ja scheinbar 20 Euro oder so. Schätze ich mal. Ich stehe einen Meter vor dem und treffe den nicht.
Schon ein bisschen peinlich, oder? Nur ein bisschen. Stop. Turn around. No, I'm not. Not leaving. Oh, jetzt habe ich einen Stealth Boy benutzt. You have that option. Von lauter Aufregung. Seht ihr das? Jetzt bin ich unsichtbar. Das Ding war richtig viel Kohle wert. Ich bleibe meiner Calzone treu. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ja, Calzone, stimmt. Calzone ist Max. Ich bin sowieso Veganer. Nicht. 6,50 am Stadtrand von Berlin, okay. Oh, der Stealth Boy hat sich schon wieder aufgelöst. 6,50 ist auch ordentlich. Ja. Excellent. Ja. Ich habe mal einen Monat vegetarisch gelebt. Das ging. Keine Frage. Aber manchmal möchte ich schon gern mein Huhn, mein Chicken oder so essen. Der Hund steht im Weg. Power. Ist es Power? Fieber. Yes. Hier. 9 Zuschauer. Schönen guten Abend. Grüße aus Berlin. Wir reden auch nicht mehr über Döner, ich verspreche es. Auto saving, was haben wir denn hier? Eine Tür, hier ist noch ein Badezimmer. Wie, sogar der Erste-Hilfe-Kasten ist verschlossen? Was ist das denn? Sweet. Sweet. So. Dann holen wir uns jetzt mal den Kellogg. Aber hier ist ja noch ein Spiegel, da kann man auch was rausnehmen. Ja, super. Könnte sozusagen die Abkürzung nehmen. Dem Passwort aufgemacht sozusagen. Oder ich gehe hier durch die Tür. Zigarrenbox. Ich bereue gerade, dass ich meinen Teller nur halb gegessen habe. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Dann geh nochmal runter oder rüber in die Küche und iss noch irgendwas. Würde ich vorschlagen. Ich habe tolle Ideen, Lara, oder? Yes. Fusion Cell. Sins are standing down. Der verarscht mich doch. Quick save. Der veräppelt mich doch. Geht gleich eine Bombe hoch oder so. Came a long way. Let's hear it. End of the line, Kellogg. You die, and I get my son back. You can turn around right now. Go back the way you came. Sean, Julian Cypher hat über well, besides being a bit older than we were expecting, I'm afraid he's not even here.
Gerappt habe das Lied jetzt im Kopf beim Dönerkauf. Bei jedem Dönerkauf. Ich habe gerade mal auf der Internetseite von dem Döner geguckt. Mittlerweile kostet er nur noch 8. Vor 2 Jahren waren es 12. Ah, dann haben die Preise nach unten angepasst. Aber dass die im Internet sind, dass sie eine Website haben, ist ja super. Do you see? It is the end of the line. Not the way you imagine. God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away. That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah well. At least he's in a loving home. The Institute. So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. Darf ich auch keinen Bambus-Hollos anschauen, weil ich jedes Mal Nachtflash kriege? Ah, okay. Hat nicht jeder Dönerladen eine Internetseite? Nee. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. Nicht in Berlin. Da gibt es so viele Dönerläden. So. Cold Mirror ist schuld. You know I am, Kellogg. Und da bin ich tot. Da geht er down. Cold Mirror is love. And we try it again. Vielleicht noch was essen? Cold Mirror is life. Wovon sprecht ihr, Leute? And there he is. Most resilient man in the Commonwealth. Funny. I thought I had that honor. Where is my son? Where is Sean? Pal, andere Weiber lieben Dagi und Pippi. Und ich feiere die Cuddy. Alle mit I. Dito. God damn it, you mercenary. What's the cliche? But don't worry. So where is it? You open the clock. Uh-huh. But I think we've been talking. Uh-huh. Oh, I'm ready. Question is, are you? Wie ich nur daneben schieße. Durchatmen, Sebastian. Durchatmen. Altersfreigabe 69. Shrek is in Shrek. Shrek is love, Shrek is life. Shrek kenne ich. Das gibt so einen Animationsfilm mit 3 Teilen. Oder 4 sogar. So. Diesmal war ich besser vorbereitet. Naja, beim zweiten Anlauf.
kurz die Sins durchschauen. Jetzt bin ich überladen. Und Altersfreigabe 69. Und where are you? Hund. Hey. There's the Hund. So. Das kann darüber. Institute Rifle. Der kann nicht mehr tragen. Interessant. So, dann werden wir mal was essen. Oder trinken. Purified Water ist so eine Idee. So, die sind leer. Leer gelootet, die beiden hier. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Stimpak und Mentats. Wrench brauchen wir nicht. Ist da was im Schrank drin? Ist hier irgendein Safe? Nein. Eine Fuse. Das ist immer gut, eine Sicherung zu haben. Lara, hast du schon das Neueste gesehen? Fragt der Tim. Bin ich ja mal gespannt. Was das Neueste ist und ob es Lara schon gesehen hat. Oh, was will ich denn mit dem scheiß Stift? Kennt jemand von euch Kawaii Gott auf YouTube? Wenn ihr guckt, wird euer Leben nicht dasselbe sein. Muss ich mir nachher mal anschauen. Du hattest da gestern schon von geredet, glaube ich. Als ich gespielt habe und du hast irgendwie was erzählt. Das war doch bei Castle Crashers, oder? Oder welches Spiel war das, wo du meintest, das erinnert dich total daran. There we go. No way to hack this. Kellogg's pistol. Stealth Boy hat ja noch zwei. Kellogg's outfit. Cyberware hat der. Kellogg's Outfit ist 100 wert. You were barely human. Kann ich mir die Tech nicht auch selber einbauen? Bestimmt. Kann ich das irgendwie adden? War ein halber Roboter also. Was ist denn nun das Neueste? Das neueste Video von Cold Mirror, Date Tape. Nee, gestern habe ich die ganze Zeit nur Kawaii Gast wegen dem Wal. Ach, der Wal, stimmt, ja. Ja, klaro, kenne ich schon. Schaut euch lieber Rocket Beans TV an, da lernt er noch was. Obwohl, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, die jungen Leute wissen über Gaming zumindest schon mehr als genug. So. Access Log. Kellogg. The boy Sean successfully delivered back to the Institute. Payment received. New orders to track down Renegade gathered reinforcement cleared out and secured Fort Hagen. We move out soon. Daraus wird jetzt nichts mehr. Open doors. Da liegt der Kellogg. Und da ist die Weltkarte. Ich glaube, dann haben wir das hier. Haben wir das geschafft? Können wir nochmal hier oben gucken? Ah, das wäre, glaube ich, die Abkürzung hier gewesen, oder? Nee. Oder hier? Oder da?
Oder dort? Ah, hier bin ich vorhin lang gelaufen, stimmt. Und da unten hat er sich also versteckt und hat mich schon gesehen. Der Sack. Komm, hey. Und kannst du noch was tragen? Ich bin überladen. Geht's wieder, oder? Ja. Und dann geht es erstmal gleich ordentlich Kohle scheffeln nach Diamond City. Komm und schnell, bevor die Tür zugeht. Dogmeat heißt es hier. Ich gucke nur noch hochwertige Scheiße wie KuchenTV. Vor allen Dingen hochwertige Scheiße. Lara, was ist da los? Und dann wieder nicht. Und ApoRed. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ach ja. 21 Uhr. Ich müsste jetzt schon wieder 2 Stunden spielen. Roof Access. Schätze ich mal. Roof Access. Ah, das ist die Tür, die ich nicht aufgekriegt habe. Locked. Turret Control. Die sind ja alle ausgeschaltet durch mich. Die werden kaputt geschossen. Dann öffnen wir mal die Tür, würde ich sagen. Open door. Thank you very much. There we are. Puh. People of the Commonwealth. Ja. Das ist der Hammer. Guckt euch das mal an. Hubschrauber, noch mehr Hubschrauber und hier so ein Riesen. Oh, ich krieg Gänsehaut gerade. The Brotherhood of Steel. Oh my fucking God. Okay, der Hubschrauber ist kurz gegen den Schornstein geknallt, aber sonst ist das schon super cool gemacht. Der Opa, ApoRed. Genau. Ist das der Hammer? Shadow of Steel. Listen to the military frequency. Die machen wir mal kurz an. Nachdem YouTube mir ein Ding von Dougie B empfohlen hat, habe ich mich gefragt, was ich für ein Müll geguckt habe, dass YouTube mir das überhaupt vorschlägt. Update. Der Dönerteller ist leer. Sehr gut. Ich hoffe, es hat geschmeckt und gesättigt. Boah, ist das krass. Ist das krass, dieses riesen Luftschiff und diese Hubschrauber, die da alle mit patrouillieren. Der Oberhammer. So, Map und dann geht's nach Diamond City und da werden wir erstmal unseren Schrott verkaufen gehen. Die Parodie ApoRed Numero 24 ist so hart lustig. Okay, muss ich mir scheinbar alles mal angucken. Pizza und Eis sind da. Update. Ah! Der Max hat sich Pizza bestellt. Sehr geil. Calzone und ein lecker Eis hinterher. Super. Ja, sowohl als auch. Sehr gut, Tim. Ich habe immer noch Hunger. Lara, plünder den Kühlschrank. Das kriegt keiner mit. Geh einfach in die Küche und greif dir ein paar Sachen aus dem Kühlschrank. So. Wo ist es hier? Apparel. Dann ziehe ich mal. Die Sachen sind zu Hause, ne? Die habe ich zu Hause gelassen. Meine Charisma-Mütze und meinen Charisma-Anzug an. Und damit kriege ich dann noch mehr Kohle für die Sachen, die ich verkaufe. Wie spät haben wir es denn im Spiel? Gerade. Sechs Uhr morgens. Okay.
verdammt früh. Hey, see that nach Hause. What's the Brotherhood of Steel? Why are they here? You don't know the Brotherhood of Steel? Bei mir hat es jetzt schon zum vierten Mal geleckt. Das tut mir voll leid, Lara. Ich mach das nicht mit Absicht. Wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, ich habe eine 50.000er Leitung und ich habe die Xbox an und es ist ja nicht der Computer, von daher weiß ich echt nicht, was das Problem ist. Ich kann mich nur dafür entschuldigen. So, da haben wir den Hut und da haben wir den Anzug. Immer noch zu schwer. Dann müssen wir da noch was reinwerfen. Kellogg's Pistol. Schmeißen wir erstmal die dahin, genau. Hier läuft es gut flüssig. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Gibt bestimmt verschiedenste Gründe, warum der Stream mal leckt und mal nicht. So, und bevor wir verkaufen gehen, legen wir uns mal noch für 6 Stunden hin, dann ist es 12 Uhr mittags. Habe 2 Eltern und 4 Geschwister, da bekommt man bestimmt, bekommt bestimmt jemand das mit, wenn ich direkt nach dem Essen ein Eis oder ein Joghurt hole. Ist das denn schlimm? Wäre das schlimm, wenn du jetzt einfach dir ein Eis oder ein Joghurt holst? Ach stimmt, du warst ja so in so einer großen Familie. 6, 7 Leute seid ihr. Das muss voll cool sein, abends am Abendbrottisch zu sitzen, zu 7. Das ist was ganz anderes als bei mir. Ich sitze meistens alleine hier, es sei denn, ich habe Besuch. Max, lass dir deine Pizza schmecken. Enjoy your meal. Ach du Scheiße. Die laufen alle draußen rum, obwohl es einen radioaktiven radioaktiven Sturm gibt. Das will doch keiner. Jetzt gehen wir nochmal raus und hoffen, dass das Wetter jetzt besser ist. Danke. Bitte. Nee, der ist immer noch da. Boah, da wären wir schön verstrahlt. Green, green. Na dann. Ich versteck mich mal hier so ein bisschen, damit ich nicht so viel von der Strahlung abkriege. Was hat sie? 300 Kronkorken, damit kann... Ach, du Scheiße. Da krieg ich ja nicht mal meinen Junk mit los. An sich juckt es niemanden, wenn ich mir was zu essen hole. Direkt nach dem Essen wird meine Mutter zur Furie. Okay, so nach dem Motto, du hattest doch eben, wieso musst du jetzt schon wieder? Och Mensch, das ist doof. Bis zu meinem Auszug saßen wir zu dritt am Tisch. Ah. Ja, war bei mir genauso. Ich hatte keine Geschwister. Von daher waren wir immer zu dritt. So, 600, na super. Was soll ich denn da kaufen, damit es wieder... Fusion Cells kann ich kaufen.
Ich hoffe, das langweilt euch nicht zu sehr, dass ich jetzt hier mit dem NPC am Handeln bin. Dann denkt sie immer, sie hätte schlecht gekocht. Ach Mensch. Das ist ja doof. So. Yum-Yum-Ex. Also jetzt müssen wir wieder was einkaufen, damit ich das nicht alles verschenke. Morgen ist ja erst Sonntag. Ja, morgen ist erst Sonntag. Und es ist gerade mal 21 Uhr am Samstag. Das ist voll cool. Papa, Schwester, ich. Papa, Schwester, ich. Bei mir war es Mama, Papa, ich. Bis sich meine Eltern getrennt haben. Aber da war ich schon ausgezogen. Ich bin mit 17 von zu Hause raus und habe mit 17 meine erste eigene Wohnung bezogen. Das war relativ früh, aber das ist jetzt auch schon wieder, ich will es gar nicht sagen, aber es ist schon wieder 20 Jahre her. Mit 37 minus 17 sind 20. Oh. Die Zeit vergeht. Das Ding ist ja, wir alle zusammen nur am Samstag und Sonntag essen, weil wir über die Woche... Ah, okay, da seid ihr unterschiedlich da und weg. Alter Sack. Ja, Tim, wem sagst du das? Alter Babsack. Keine Ahnung, also... Pff. So ist das nun mal. Man wird nicht jünger. Sondern älter. Hey. So, und over here. Go here. Move here. Go here. Great. Oh shit, das Unwetter. Das muss ja echt nicht sein. Nee, Dog Collar kann er behalten. Das soll er ja anziehen. Ding bringt doch irgendwas, oder? Don't be caught dead. Protection from coming. Ich gehe jetzt erstmal rein und warte noch mal ein bisschen, bis das Unwetter vorbei ist. Sonst habe ich am Ende dieses Handels gar keine Haare mehr, weil mir durch die Strahlung alles ausgefallen ist. Meine Mutter war 16, als sie ausgezogen ist. Krass. Das ist auch ziemlich früh. Na, meinen ersten Mietvertrag hat noch mein Vater unterschrieben. Midlife-Crisis? Midlife-Crisis. Ah, ist nicht mehr weit. Ach, hör bloß auf. Schmarrn, Thanis ist noch jung. Mir fällt gerade auf, dass ich mir ja Mini-Schokoriegel gekauft habe. Ja, oh, so ist doch viel schöner. Blauer Himmel, Sonnenschein. Und nicht diese Strahlungsaktivität von oben. Wo ist denn der Hund schon wieder? Da ist der Hund. Ja, na dann ab ein paar Mini-Schokoriegel essen. Heads up. Wo ist denn dieses Dockteil? Da.
Jetzt läuft er ganz schön langsam. Na klar, ist er überladen. Everything I got will keep you safe. Just looking. Take your time. Sin-free shopping, right Arturo. You know, a shotgun's great insurance against Weil sie mit 16 schwanger war und mein Vater war ja schon 19. Something for everyone. Mit 16? Da hast du ja echt eine richtig junge Mutter. Meine Mutter hat mich mit 18 bekommen. Also ist meine Mutter momentan 55. Oder? Nein, natürlich nicht. 37, 47, 55. Doch. Mensch, die ist ja auch noch voll jung. Denn bei mir ist ja auch nur so knapp ein Jahr bis zur großen 3-0. Ah, der Tim ist also auch bald 30. Fühle ich mich gerade wieder ein bisschen nicht ganz so alt. Naja, so ist das halt. Man wird nicht jünger. Du. Ein Bourbon, den kann ich da verkaufen. Brauche nicht. Was haben wir denn noch? Athletik-Outfit. Dirty Black Suit. Den behalten wir mal. Leather Left. Leg, right leg, 7-3, metal chest piece, 12-5, 15-10, das kann also weg, 7-3, 10-5. Na, die Sunglasses. Dann das Outfit. Right Arm, Jumpsuit. Kaufen wir das erstmal. Und dann kicken wir mal, was wir hier noch an Zeug haben. Ich habe bis zur 30 noch 9 Jahre. Oh Max, du bist gerade 20 oder besser gesagt 21 geworden. Naja. Wenn ich gerade so überlege, sind hier alle über 10 Jahre älter als ich. Ja, mindestens, Lara. Wenn ich nochmal überlege, sehe ich, dass doch nicht alle über 10 Jahre älter sind als ich. Stimmt, der Max ist 21, da sind nur 8 Jahre dazwischen. Ich wollte gerade etwas sagen. Ich habe bis zur 30 noch 17 Jahre. Ja, der eine hat mehr Zeit, der andere weniger. So ist Stimmt, den Pole Cube hat er mir geholt, der Hund. Sniper Rifle. Pipe Pistol. Double Dingster, was auch immer. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, was er für mich hat. Doch hier so tolle Rüstung, Shipments von irgendwelchen Rohstoffen, die ich gebrauchen kann. Power Armor Frame. Apparel. Da unten hat er doch so. Was kostet die? 3,5. Ach du Scheiße. Das ist viel zu teuer. So viel Geld habe ich gar nicht. Muss ich wohl wieder Munition kaufen.
Minus 61. So. 160 von 250. Und der nächste ist schön drüber. Crawl out through the fallout is next, courtesy of Sheldon Allman, but brought to you by me, Travis and Lonely Miles. Junk. Da ist nur Junk drin, okay. Eigentlich den ganzen Junk mal nehmen und verkaufen. Deine 250 ist deine Traglast? Ja, genau. Ich habe diesen Strong Back oder wie das heißt nicht gelernt, da hast du ja irgendwie ein bisschen mehr. Aber mit Begleiter geht das ja, der trägt ja auch noch mal, keine Ahnung, 200 oder so für dich. You need protection. Everyone does. Ja. Let's see what you have. Right. So, jetzt kann ich ihm noch ein bisschen Junk verkaufen. Wobei das Gold ist, sind ja kein Junk. So. Kriege ich die beiden Dinger gekauft oder nur eins? Ne, so viel Geld habe ich nicht. Fusion Cells hat er jede Menge. Sehr gut. So. Das ist so wie bei Skyrim. Da hast du auch eine maximale Traglast. Ja, ich kenne das. Ich habe, wie gesagt, bis Level 10 gespielt. Und bei Skyrim habe ich mal so ein Räuberversteck ausgeräumt und ich wollte nichts da lassen. Und da kannst du ja auch, wenn du zu viel trägst, nicht rennen. Und da habe ich, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, bis ich mit dem ganzen Kram, den ich da in meinen Taschen hatte, bis ich den zur Stadt geschafft habe. Das war total bekloppt. Aber ich wollte halt nicht zweimal laufen. Und hier ist es halt ähnlich. So, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte, was er mir hier anzeigt. Ne, was habe ich denn für eine Questcard offen? Reunions, discuss your findings with Nick. Genau, wir gehen nochmal zu Nick Valentine und werden dem mal erzählen, was wir rausgefunden haben zu meinem Sohn. Und dann würde ich sagen, komme ich langsam wieder zu einem Ende für heute. Kannst du auch nicht schnell reisen? Genau, das ist ja das Problem, wenn du überladen bist, dass du nicht einfach mal schnell woanders hinreisen kannst, um das loszuwerden. He's my client, Piper. Why don't you learn not to snoop on a man's private affairs? Well, well, speak of the devil. You're back. Not with your son.
What happened? Where to begin? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh, boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Jo, bis bald, Lara. Danke mal wieder fürs Zuschauen. Und eine gute Nacht schon mal. You don't know anything, Nick? I woke up in a junk pile ages ago. Just another discarded prototype. The Institute hasn't come calling since. I'm sorry. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there. But to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is, or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. Man like that would have had access, in and out. Yeah, but I'm guessing he wasn't the surrender and talk type, was he? He's dead, Nick. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. So, what now? Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari. The mind behind the memories. Mm-hmm. Who's this Dr. Amari? I'll let her give you her life story in person. Let's stay focused. Guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick! Gross! Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so who's coming with you? I have to go to the Memory Den either way, if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. Take Piper, take Nick, go alone. Anything else you can tell me about the Memory Den? It's in Good Neighbor, a little slice of trouble northeast a ways. The Memory Den ain't just a fancy name, it's literal. A lot of people give up all their caps just to relive the good parts of their lives. Over and over. But not us. We're gonna try to dive deep into someone else's mind. I can meet you there or we can head out together. Ich werde mit Nick dahin gehen. Let's get going. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. Well, you two are out. I'm gonna do some more research. I'll be at the public if need be. So viel dazu. Most folks are just looking for a hand. All we gotta do is offer. Piper. Da war sie schon weg.
Ellie? Hm? Okay, mit der kann ich scheinbar nichts besprechen. So, er setzt sich an seinen Tisch und trinkt erstmal was. Und das werde ich jetzt auch machen. Sozusagen Feierabend für heute. Ich setze mich mal hier in den Stuhl. Und das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. In Summe habe ich, glaube ich, jetzt 6 Stunden oder 7 sogar Fallout gespielt. Und jetzt muss ich erstmal meinen Kopf wieder leer kriegen. Wenn ich jemanden verabschiede, sage ich meistens, man sieht sich, wenn man sich anguckt. Ja, man liest sich, könnte man auch schreiben, das stimmt, aber... Am Ende meinen wir ja dasselbe damit. Was macht Nick da? Er steht auf und setzt sich wieder hin. Okay. Na dann viel Spaß noch, was auch immer. Und bis demnächst. Ja, das wünsche ich euch auch. Danke fürs Zuschauen nochmal. Tim, dir jetzt viel Spaß beim Fallout-Spielen. Du wirst es ja heute, denke ich mal, noch zocken. Max, dir auch noch einen schönen Abend. Und den anderen Zuschauern, die ich jetzt leider nicht in der Zuschauerliste sehe. Dasselbe, danke fürs Vorbeischauen und ich denke mal, ich bin morgen wieder online. Und vielleicht werde ich morgen auch einfach weiter Fallout spielen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Also, danke und bis bald. Fast 20 Stunden. Krass. Wahnsinn. Danke, Tim. Danke, Max. Und danke, Twitch.